Im Laufe der Jahrhunderte und sogar je nach Kontinent verändert sich das Schönheitsideal der Menschen. In manchen Gegenden der Welt gilt bis heute Übergewicht als Ausdruck des Wohlstandes. Das heißt, wer da dünn ist, der gilt als arm. Was jenseits dieser Ideale unbestritten ist, ist heute aber der Gesundheitsaspekt hinter dem eigenen Körpergewicht. Wenn Ihnen jemand heute erzählt, nimm einfach diese Pille und du wirst schlank, dann erzählt er Ihnen Blödsinn. So viel gleich mal vorab. Was aber schlank und fit hält, ist immer und zuallererst eine gesunde, das heißt ausgewogene Ernährung und ausreichende Bewegung. Ja, dass es Lebensmittel gibt, die leichter ansetzen als andere, merken wir meist nach der Weihnachtszeit mit reichlich Kuchen und fettigem Fleisch. Logisch, zu viel Kohlenhydrate und Fett machen Fett. Dass die Buttercremetorte leichter ansetzt als ein mageres Minutensteak, geht einem ja noch auf. Aber dass es Pflanzen gibt, die eigentlich gar nicht so gerne gegessen werden, wer hat denn davon schon jemals gehört? Viele Pflanzen schützen nämlich ihre mühsam aufgebaute Energie, das heißt die Kalorien, vor den Schädlingen, die sie auffressen wollen. Hätten Sie es gewusst, dass unsere gewöhnliche Gartenbohne sich so vor dem Gegessenwerden schützt? Eigentlich ist die Gartenbohne oder auch Kidneybohne genannt, nach dem Soja die eiweißreichste Futterpflanze. Das perfekte Kraftfutter für Schädlinge. Damit die hungrigen Fresser aber nicht zu kräftig werden, verschließt die Bohne den Zugang zu den nötigen Kohlenhydraten, die ja auch in der Bohne sind. Das heißt, der Schädling wird von der Bohne auf eine Trennkostdiät gesetzt. Das ist raffiniert, nicht wahr? Ja, und noch raffinierter wird es, wenn Sie ein Konzentrat der weißen Bohne mit den Faserstoffen der in Nordafrika und Mexiko beliebten Kaktusfeige kombinieren. Diese Feige enthält besonders viele Faserstoffe, die besonders gut Fett aufsaugen. Sie ist allerdings etwas schwierig zu essen und auch nur bedingt lecker zu nennen. Aber das Problem hat Forever in dieser praktischen Kapsel gelöst. Und schon profitieren wir von der kombinierten Kraft beider Pflanzen. Aber nicht nur davon, sondern auch von dem wichtigen Spurenelement Chrom, das in unserem Zuckerhaushalt im Körper eine so wichtige Rolle spielt. Durch die Nahrungsergänzung mit Lean werden so mögliche Mangelzustände ausgeglichen. Chrom findet man sehr viel in Miesmuscheln, Paranüssen und Austern. Andere Lebensmittel enthalten meist nur ein Zehntel der Chrommenge verglichen mit diesen Spitzenreitern im Chromgehalt. Einfacher gesagt, wenn Sie nicht jedes Gramm der ausgiebigen Pasta-Mahlzeit anlagern wollen, sollten Sie dazu zwei Paranüsse und eine kleine Portion weiße Bohnen mit Kaktusfeige essen. Wenn Ihnen dazu aber kein passendes Rezept einfällt, essen Sie einfach eine Kapsel Lean mit der Artikelnummer 289. Am besten übrigens immer 10 bis 15 Minuten vor dem Essen mit ein wenig Wasser zusammenschlucken. Mit dem Forever Lean kombinieren sich hervorragend die Forever Shakes mit der Artikelnummer 19 und 21. Das sind jeweils Vanille- und Schokogeschmack. Als grundlegender Tipp gilt übrigens auch heute. Je mehr Muskeln Sie sich durch Sport aneignen, umso leichter verbrennen Sie überschüssige Kalorien darin. Fett hängt nur herum. Muskeln verbrennen auch Fett, wenn sie abends auf dem Sofa sitzen und umschalten. Also die Laufschuhe anziehen oder ins Fitnessstudio und los geht's. Mit einer gesunden Ernährung und Forever Lean und Shake kommen Sie in jedem Fall schneller ans Ziel. Fassen wir noch einmal die Inhaltsstoffe des Forever Lean mit der Artikelnummer 289 zusammen. Es enthält einen Extrakt aus der proteinreichen weißen Kidneybohne, der Kaktusfeige, in Kombination mit dem wichtigen Spurenelement Chrom. Wir wünschen Ihnen viel Erfolg dabei.